Willkommen zurück, lieber Zuschauer, bei meinem PowerPoint Tutorial. Heute zeige ich dir, wie man diese coole und einfache Render-Folie erstellt. Wie das Ganze wie immer funktioniert, zeige ich jetzt in meinem Video wie immer Schritt für Schritt. Bevor wir damit anfangen, die Präsentation zu gestalten, würde ich noch darauf hinweisen, dass unten in der Videobeschreibung natürlich ein Link zu dieser Farbpalette ist. Wenn ihr die runterlädst, lade sie als SVG-Datei herunter, dann kannst du genauso verwenden wie ich in dem Video. Im allerersten Schritt gehen wir hoch zu Einfügen, gehen dann zu Formen und sagen natürlich hier, dass wir die Träne auswählen, klicken also darauf und können das Ganze jetzt erstmal x-beliebig in der Folie platzieren. Natürlich wollen wir das Ganze proportional natürlich großziehen. Haben wir das Ganze gemacht, ist jetzt im nächsten Schritt natürlich, dass wir das Formformat auswählen, falls es nicht schon ausgewählt sein sollte. Gehen dann zu Ausrichten und können das Ganze horizontal so vertikal zentrieren. Ist die Träne jetzt mittig zentriert, ist es als nächstes, dass wir wieder hochgehen zu Einfügen. Sagen dann wieder bei Formen, dass wir das Rechteck auswählen, aber mit abgerundeten Ecken. Das wählen wir also aus und können das Ganze auch erstmal irgendwo x-beliebig auf der Folie platzieren. Hier an dieser Stelle ist es natürlich so, dass wir das Ganze nicht proportional groß haben wollen, sondern wir wollen es einfach so lang ziehen, wie wir das Ganze brauchen. Hast du das Ganze angefertigt, ist jetzt im nächsten Schritt, dass wir hier hochgehen zu diesem schönen gelben Punkt von der Form und ziehen das Ganze bis zum Ende, so weit wie es geht, sodass wir abgerundete Ecken haben und können das Ganze jetzt so platzieren, wie wir das Ganze haben wollen hier an dieser Stelle. Und natürlich auch noch duplizieren, so oft wie wir es benötigen. Haben wir jetzt die ganzen Formen dupliziert, so wie wir das Ganze brauchten und natürlich auch ausgerichtet, wie wir es haben wollten, ist im nächsten Schritt natürlich, dass wir die Träne hier in der Mitte natürlich nach oben ausgerichtet haben wollen. Das heißt also, wir klicken auf dieses schöne Symbol und richten das Ganze nach oben aus. Ist das getan, ist im nächsten Schritt natürlich, dass wir jetzt in diesen Formen das Ganze platzieren können, was wir haben wollen. Und das mache ich mal ganz kurz. Haben wir jetzt das eingefügt, was wir haben wollten in den Formen, ist im nächsten Schritt natürlich, dass wir den Text, so wie jetzt bei mir, bei meinem Beispiel, das Bild auswählen, klicken mit Rechtsklick drauf, wir sagen dann hier an dieser Stelle, dass wir das Ganze gruppiert haben wollen. Und das wiederholen wir mit den restlichen 5 Formen. Haben wir das Ganze gruppiert, ist im nächsten Schritt natürlich, dass wir die Form, so wie den Text, den wir gerade gruppiert haben, das mit Rechtsklick wieder aufgehen und sagen natürlich, dass das Ganze gruppiert werden soll. Und das machen wir mit den restlichen Formen genauso wieder. Und sind wir damit auch fertig, ist jetzt im nächsten Schritt natürlich, dass wir hochgehen zu Bildformat und sagen hier an dieser Stelle, dass wir einen Auswahlbereich haben wollen und sehen jetzt hier auf der rechten Seite natürlich die ganzen Gruppierungen, die wir hier angestellt haben. Denn jetzt wird das Ganze ein bisschen interessanter. Wir müssen jetzt natürlich das Ganze erstmal sortieren und zwar brauchen wir diese Gruppierung an der ersten Stelle. Das heißt also, wir bringen das Ganze nach oben. Dann schauen wir, wo die zweite Gruppierung ist. Das heißt also, hier bei mir ist es jetzt die Gruppe 37. Die bringen wir an die zweite Stelle und machen das Ganze mit den ganzen restlichen Gruppierungen. Haben wir das Ganze jetzt nun so ausgerichtet bei den Gruppierungen, dass es hier untereinander ist, von oben nach unten und von unten nach oben, ist im nächsten Schritt natürlich, dass wir jetzt das Ganze umbenennen müssen. Und zwar sagen wir jetzt hier bei der Gruppierung 36, dass wir Doppelklick draufklicken und sagen hier mit Ausrufezeichen, Ausrufezeichen und dann sagen wir hier an dieser Stelle Nummer 1 soll das Ganze sein und wiederholen das Ganze mit den restlichen Gruppierungen. Sind wir fertig mit der Umbenennung der Gruppierungen, dann sollte das Ganze so aussehen und zwar 1 bis 3 auf der rechten Seite und 4 bis 6 auf der linken Seite. Hast du es getan? Sind wir mit dieser Folie fertig und können diese jetzt duplizieren? Das heißt also, wir gehen zur linken Seite zur Folienübersicht, klicken also darauf auf die Folie 1 mit STRG C und STRG V, können wir das Ganze duplizieren, haben die zweite Folie und hier werden wir jetzt den ersten Übergang machen. Das heißt also, wir werden jetzt die Träne hier in der Mitte natürlich so weit rotieren, wie wir das Ganze benötigen. Bist du damit zufrieden, wie die Rotation ist, ist jetzt im nächsten Schritt natürlich, dass wir wieder zur linken Seite zur Folienübersicht sagen hier an dieser Stelle natürlich mit STRG C und STRG V, dass wir die Seite erstmal duplizieren, denn jetzt auf der zweiten Folie wollen wir das Ganze noch ein bisschen bearbeiten. Das heißt also, wir gehen jetzt zur ersten Form, gehen nach oben zu Formformat, sagen hier an dieser Stelle über Fülleffekt, dass wir die Pipette hier auswählen und können über die Farbpalette natürlich, je nachdem welche Farbe du beginnen möchtest, die Farbe auswählen. Ich sage jetzt hier an dieser Stelle die rechte Seite ist für mich passend. Gehen dann zur dritten Folie
Und hier werden wir jetzt natürlich die Träne wieder weiter rotieren. Das heißt also, jetzt bringen wir die in die Mitte. Sieht das auch gut aus, können wir die Folien jetzt natürlich wieder duplizieren. Das heißt, wieder rübergehen zur Folienübersicht, wählen die dritte Folie aus. Mit STRG C und STRG V können wir das Ganze duplizieren und machen das Ganze so wie gerade eben und wiederholen das Ganze, bis wir hier auf der linken Seite oben angelangt sind. Sind wir auf der letzten Folie angelangt und wir sind hier oben links gelandet, ist jetzt im letzten Schritt natürlich, dass wir rübergehen zur Folienübersicht. Sagen jetzt hier an der Stelle, dass wir die Folie 7 bis 1 auswählen. Gehen dann nach oben zu Übergänge und sagen natürlich, das Ganze soll gemorpht werden. Natürlich können wir uns jetzt noch anschauen, was wir hier angestellt haben. Wie du sehen kannst, lieber Zuschauer, sind wir genau da angekommen, wo wir auch hin wollten. Wir haben also auch das Ende des Tutorials erreicht. Ich hoffe, dir, lieber Zuschauer, hat das Ganze gefallen. Lass über ein Like da, vergesst nicht zu abonnieren und natürlich die Glocke zu aktivieren, damit du keine weiteren Folgen von mir, TheCo 990, in PowerPoint verpasst. Also bis zum nächsten Mal.